Für eine wissenschaftliche Arbeit habe ich folgende Gliederung aufgebaut. Um hieraus ein automatisches Inhaltsverzeichnis zu erstellen, muss ich zunächst die Überschriften formatieren. Hierzu bediene ich mich der Formatvorlagen, die ich unter Start finde. Wir benötigen hierzu insbesondere Überschrift 1, 2 und so weiter. Die Hauptüberschriften markiere ich als Überschrift 1. Unterpunkte zu einer Hauptüberschrift markiere ich als Überschrift 2. Unterpunkte zu einer Überschrift 2 markiere ich wiederum als Überschrift 3. Um das automatische Inhaltsverzeichnis einzufügen, klicken wir auf den Reiter Referenzen, Inhaltsverzeichnis, Inhaltsverzeichnis und wählen hier das erste Beispiel aus. Weiterhin empfiehlt es sich, eine automatische Nummerierung einzufügen. Diese finden wir unter Start, Absatz, Liste und wählen dieses Format aus. Das automatische Inhaltsverzeichnis müssen wir lediglich aktualisieren, um auch hier die Nummerierung zu übernehmen. Fließtext kann nun unter die jeweilige Überschrift eingefügt werden. Möchte man die Reihenfolge der Überschriften ändern oder die Ebene einer Überschrift verändern, empfiehlt sich ein Blick in die Gliederungsansicht. Diese finden wir unter Ansicht, Ansichten, Gliederung. Hier können wir einzelne Punkte verschieben oder die Ebene einer Überschrift verändern.